Wir Donnerlo und was ihr mehr sehen könnt, ist ein neues Funpack für das Lego Dimension. Stay Puft heißt es und kommt hier für die Ghostbusters, sogenannte Erweiterung. Und zwar ist da enthalten der Marshmallow Mann und der Terror Dog. So, wir werden uns wieder von allen Seiten anschauen, was man dran draus bauen kann und natürlich aufbauen. Ne? Also seid gespannt drauf und viel Spaß! Also hier können Sie mal schön von der Nähe aus sehen. Also es ist zwischen 7 und 14 Jahren geeignet, kommt mit der Nummer 71233. Und es sind zwei Figuren enthalten. Hier sieht man sie nochmal, eben der Marshmallow Mann, der Stay Puft. Und zweitens ist noch so ein Terror Dog, der bei den Ghostbusters ja auch mit dabei war. So, jetzt gucken wir mal hier hinten drauf. Ach so, ich habe eins vergessen. 14,99 habe ich bezahlt bei Amazon. Und ja, genau. Also hier kann man den Terror Dog noch verändern in diese drei anderen Hunde, sage ich jetzt mal, die dann hier noch irgendwas Besonderes können. Gut, ansonsten hier ist wieder Werbung. Hier unten sind ein paar Sicherheitshinweise. Ist verkehrt rum. Die Tüte oder das Paket war wieder leicht demoliert, wie man hier so schön sehen kann. Aber okay. Gut, also, da schauen wir mal, was drin ist. Habe ich denn meine Schere irgendwo? Schere ist weg. Dann nehmen wir halt ein Messer. Und schneiden das mal auf. So. Es will gar nicht raus. Also, hier haben wir eine Gebrauchsanweisung. Wahrscheinlich wieder für den ersten. Ich gucke gleich mal kurz rein, genau. Und das andere muss ich mir wahrscheinlich dann wieder runterladen bzw. erspielen. Das ist ja immer so, dass man das erspielen soll. Ich werde es mir jetzt mal runterladen, damit ich das dann gleich mit aufbauen kann. Ja, hier steht es auch nochmal. Und hier sind die anderen Sets noch mit, die es noch gibt. Es gibt ja schon eine Menge. Okay, so, da schauen wir weiter. Hier ist das eine Tütchen und hier ist das andere. Sehr viele graue Teile. Aber nun gut, okay. So, ich habe also die Schere gefunden. Schneiden wir das mal auf. So, das eine Päckchen und das andere. So. Gut. Mal hier rein. Ist ja nicht gar so kompliziert. Auf jeden Fall brauchen wir erstmal genau das mit den Ghostbusters. Das zeige ich mit den Ghostbusters. Dann die Füßchen. Der Korpus. Ist das richtig rum? Ja. Und das hier. Das als kompletten Kunststoff. Sieht richtig cool aus. Upp. Und schon ist er fertig. Unser Marshmallow Man. Cool. Richtig, richtig geil. So, wie gesagt, für das andere, das muss man erstmal runterladen. So, ich habe es also gefunden und schon geht's los mit diesem Teil hier. Jo. Dann nimmt man zwei einzelne und setzt dann ein Viereck nach hinten drauf. Genau. Dann nimmt man hier zwei solche. So. Und haut solche grauen Runden auf. Und ein bisschen gerade machen. So. Dann kommt dann hier so ein Viereck so auf.
Spitzen. War das jetzt richtig? Nein, das war nicht richtig. Die kommen hierher. So. Und die anderen zwei. Nein, Quatsch. Jetzt habe ich missgebaut. Nochmal. Also, die Punkte kommen hierher. So. Und so. Dann kommen diese Spitzen kommen hier rauf. So. Und diese kommen hierher. Genau. So. Und so. Es so aussieht. Des Weiteren kommen hier zwei Runde hier drauf. Na komm. So. Und so. Und das Teil mit dem Knüppel. Wo haben wir es denn? Hier. Kommt hier hinten, wenn ich das richtig sehe. So. Gut. Dann kommen die zwei Spitzen wieder hier vorne hin. So und so. Und eine Dreier. Jetzt muss ich mal gucken. Habe ich nämlich irgendwas vergessen. Sorry Leute, es kommen nicht diese Spitzen hier drauf. Jetzt habe ich sie total verrammelt. Sondern diese. Ja. Diese kommen hier hinten drauf. Sorry nochmal. Jetzt kriege ich das Ding da drunter. So, also. So. So wird's was, genau. Und dann kommt dieses hier drauf. Dass es hier plan ist. Ne? Gut. Da tut man sich manchmal bei den kleinsten Lego schwer. Oh ne. Genau, da könnte ich der Dreier hier drauf und dann passt das nämlich auch. Gut. So. Halt, das war ein bisschen schnell. Also. Hinten angefangen. Einmal das. Und dann vier solche Runden. Das vierte. Ja. So.
dann kommen die Füße. Eins. Zwei. Zweimal diese. Und die kommen. So hier unten ran, so halb schräg. Genau, und vorn haben wir diese. Die kommen mit so einem, auch zweimal. Das andere hier. Und hier. Und die kommen auch hier unten ran. So. Und so. Upsi. Bisschen schräg. Dann kommt hier das hellgraue hier vorne ran. Und so eins daneben oder dahinter. Haben wir dann noch eins hier oben drauf. Hopp. Und hier hinten drauf kommt eine Spitze. So. Dann, wo haben wir das schönste Teil? Genau, kommt dieses hier noch hinten drauf. Sieht das so aus. Gut, als Schwanz jetzt habe ich zwei Spitzen. So. Und kommt hier hinten ran. Klack! Ja. Ist die Scheiße drum. Ja. Gut, als nächstes kommt dann der Kopf. Da fangen wir mit diesem Teil an. Und das hier mit dem verbinden. Dann kommen die weißen Teile zum Einsatz. Die sollen dann wahrscheinlich als Zähne dienen. So. Das Handy macht wieder Krach. Ja. Dann haben wir hier diese Einser hoch, hin und drüben. Und dann kommt ein Zweier hier hinten ran und diesen mit dem einen vorne. Jo, jetzt kommen die Augen. Die roten Augen dürfen ja nicht fehlen. Und hier vorne kommt dann noch so ein ganz kleines Flaches drauf. Oh, das sieht schon grimmig aus. Aber
es wird noch grilliger, denn jetzt kommen hier nämlich die Hörner, beziehungsweise die Ohren sind es, glaube ich, bei dem. Einfach hier so reinstecken. Und fertig ist die Laube. Natürlich dürfen die bösen Augenbrauen nicht fehlen. Oh. Cool. Genau, und jetzt wird der Kopf einfach hier rangeklipst. Ja. Ein Stein drunter. Und dann ist es soweit. Wenn das drunter bringt, heißt es. Mann, Mann, Mann. So. Das will ich auch schnell rangemacht. So. Und fertig ist er. Cool sieht er aus. Man kann auch den Kopf ein bisschen trailen, wenn man das will. Hinten ein Schwanz. Gut. Diese Teile hier waren übrig. Und dann kommen wir mal zum Fazit. Ja, liebe Leute, zum Fazit. Also, auch wie die anderen Figuren gebe ich hier eine 8,0. Sind schöne Figuren, sind halt für das Spiel meiner Meinung nach zu teuer. Zwei Figuren, kein Level dazu und das für 14,99. Die sehen schön aus. Ich kann ja noch mal ein bisschen ran. So. Sehen schön aus. Auch im Spiel. Aber trotzdem, den 10er hätte auch gelangt für zwei solche Figuren, meiner Meinung nach, aber okay. Gut. Ja, liebe Leute, das war's leider schon wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Ein Abo wäre nicht schlecht. Und ja, da hoffentlich sieht man sich in einem der nächsten Videos wieder. jo, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, schönes Wochenende. Ahoi!